Hallöchen. Willkommen zu einem weiteren CSGO Top 10 Video hier auf diesem Kanal. Was gibt's heute? Die Scout gibt es heute für euch. Lecky Schmecky. Und natürlich auch ein Livestream um 22 Uhr heute Abend. Also eigentlich heute Nacht. Ja? Unbegrenzt. Also von 22 Uhr bis Samstag irgendwann. Für Games Giveaway, vor allem eben auch interne Spiele. Ne? Dürft ihr nicht vergessen. 5 gegen 5, wir unter uns. Ba-bam. Beginnen wir mit dem 10. Platz, aber sagen erst noch unserem Sponsor Hallo. Skin Baron. Sag Partner, wenn es darum geht. Und so weiter und so fort. Ihr kennt ja den Spruch. Ne? Hier könnt ihr Skins kaufen, verkaufen, angucken und so weiter und so fort. Bildet euch ein bisschen weiter. Den Link zu Skin Baron findet ihr im angepinnten Kommentar und in der Beschreibung. Platz Nummer 10, los geht's. Gewehre. SSG. Großes Eis. Da haben wir die SSG 08 Slashed. Ja, die ist auf dem 10. Platz, ne? Wie bitte? Ja, der Preis ist ja wirklich, Ich dachte irgendwie, dass die so 3 Cent kostet. Also, wenn es hochkommt. Eher geschenkt. Platz Nummer 9, die SSG 08 D-Tour. Schönes Teil. Weiß, Pfeile drauf, bumm. Mit dem Ding kann man schon rennen und die sieht auch danach aus. Aber der Preis sieht nicht danach aus. Also gut, das sind Souvenirteile, okay, wow. Wobei das hier ja auch wieder echt krass ist. Sind das jetzt spezielle Sticker, die das so wertvoll oder unwertvoll machen? Face, Gambit, E-League, Assi. Ich denke, hier machen die Sticker die Musik. Platz Nummer 8. Da haben wir die Necropost. Grün ein bisschen dabei, Zähne oder was auch immer. Und es erinnert mich hier von der Seite ein bisschen an Alien. Ja, oder eben an Predator. Vor allem hier, das ist ein Predator. Aber der Preis, ist das auch ein Predator? Naja. 20 Euro, oder die Waldfee. Platz Nummer 7. Abyss, der Abgrund. Da ist auch das Scope oben schön mitbedazzelt. Es wird besser. Es wird langsam Stück für Stück besser. Ich hätte aber gerne auf der gesamten Waffe was. Überall drauf. Jetzt nicht zwingend auf dem Barrel, aber sonst überall. Und der Preis geht jetzt schon so ein bisschen in die Richtung. Also auch in Stat-Track unter einem Euro. So hat das eigentlich zu sein. Ja, so hätte ich es eingeschätzt. Also wenn mich jemand fragen würde, die Scout, Abyss, wie sieht's aus bei dir? 37 Cent, hätte ich gesagt, direkt. Aber was ist dann auf dem 6. Platz? Die gute alte Handbremse. Oh, hier über die Spiegelung wird erst beim weiteren Drehen revealed, dass das hier noch weiterläuft. Schick. Das ist mein Geburtswappen. Herrlich. Auch schön, dass das hier hinten jetzt mit im Skin inbegriffen ist. Da sieht man, dass doch einiges geht. Also ich meine, an sich kann man, ja, glaube ich, die gesamte Waffe anmalen. Auch den Skinpreis hätte ich so sinnig gehalten, wobei das hier unten dann wiederum Souvenirs sind, die fallen dann eher aus dem Raster raus. Bis jetzt auch nicht wirklich was dabei, was einem vom Hocker reißt. Wobei natürlich die 5 gar nicht mal so übel aussehen, ne? So eine Death's Head ist auch schön überzogen, bis auf das Scope. Also wirklich überall was draufgeknödelt. Da kommt schon ein bisschen Freude auf, oder? So beim Scout-Spieler. Aber es wird noch besser. Also vom Preis her jetzt nicht zwingend besser. Außer man bekommt sie halt geschenkt oder gedroppt und verkauft sie, denn da kann man scheinbar doch einiges rausziehen. Aber wenn man sich dann jetzt mal Platz 4 anschaut, und zwar die Big Iron aka Großes Eisen, wie sie bei Skin Baron geführt wird, da sieht man, was alles möglich ist in Sachen Detail. Schön. Da kann man wirklich stolz drauf sein als Designer. Da hat sich jemand wirklich Mühe gegeben, auch hier vorne mit den kleinen Pinüpeln. Und hast du nicht gesehen, guck dir das mal alles an. Gerade für Gelbliebhaber. Der Skin eigentlich, oder? Der Skin. Und preislich hat der Skin, ja, auch gut. Auch was zu bieten. Okay, da ist irgendein folierter Sticker drauf. Wenn dir einem gefällt, kann man hier vielleicht mal so ein Fünfer, so ein Heiermann investieren und zugreifen. Jetzt kommen die vorderen 3 Plätze. Ich weiß, ich denke, bei der Scout ist es so wie bei einigen anderen Waffen auch, dass halt viele nicht diesen absoluten Durchblick haben, was die Skins angeht. Wobei Scout wiederum eher gespielt wird, glaube ich, als jetzt zum Beispiel eine Autosniper oder so. Dennoch, beziehungsweise darum, könnt ihr jetzt vielleicht auch so mittelprächtig erraten, was auf dem 3., 2. und 1. Platz bei mir liegt. Los geht's, ihr habt kurz Zeit. Vorbei. Platz Nummer 3, Ghost Crusader. Ghost Riders Lieblings-Scout. Das ist klar. Also wenn da noch das Scope bedazzelt wäre, wäre ich fasziniert. Absolut fasziniert. So bin ich es trotzdem, aber halt nicht absolut. Die gesamte Scout-Reihe hat einige eher helle Waffen im Angebot. Ist mir jetzt so beiläufig aufgefallen. Und wisst ihr was? Auch der Preis ist hier wieder ziemlich passend. Hätte mich jemand gefragt, was kostet die? Hätte ich gesagt, ja, 50 Cent, 2,80 Euro, plus minus. Schön. Wow, hey. Nicht aus dem Raster fallen, mein Freund. Und wenn dieser Platz auf dem 3. Platz ist und heute Abend um 22 Uhr der Livestream ist, bedenkt es. Könnt ihr dann schon mal raten, was jetzt wohl auf dem 2. und 1. Platz liegt? Ich kann euch so viel schon mal verraten, dass der 1. und 2. Platz eigentlich von meiner Wertung gleich sind. Ich muss es zwar dann doch natürlich irgendwie unterscheiden, aber der Unterschied ist so marginal, dass sie eigentlich beide
Top of the Pop sind. Da haben wir nämlich Blood in the Water auf dem zweiten Platz und der Skin, auch wenn er eigentlich eher simpel ist und sich nur auf diesem Bereich hier abspielt, ist er trotzdem wirklich edel. Dieser Hai, das Blut, ultra schick. Also das ist wirklich ein cooles Teil. Ich mag es ja generell, wenn Tiere oder Bestien auf den Waffen drauf sind und das ist perfekt getroffen. Das sieht wirklich geil aus. Auch wenn es eher schlicht ist. Wobei hier natürlich trotzdem sehr viele Details drin sind. So ist es nicht. Aber alles in allem, eben im Vergleich zu anderen, die überall lang gehen und überall keine Punkte haben und sowas, ist es schon eher einfach. Aber geil. Die Einfachheit hält der Preis leider nicht inne, denn da kann man auch schon mal 71 Euro oder 67 Euro hinlegen. Wobei das Stat-Track-Varianten davon sind. Also ohne Steady 20, 30, 30 Euro. Ja, plus minus 162. Alter Falter. Ich denke, dass auch so eine Minimalware-Ausführung vollkommen ausreicht. Und für ja, knapp 16 Euro. Bah. Wisst ihr jetzt, was auf dem ersten Platz ist? Könnt ihr es euch schon denken? Tja, ich weiß es. Na, oder? Habt ihr schon gewusst? Die Dragonfire liegt auf dem ersten Platz. Die Optik sagt eigentlich schon alles, oder? Deutlich schicker als eine Dragonlore. Wenn das der Dragonlore-Skin wäre auf der AWP, würde ich vielleicht verstehen, warum er ein bisschen mehr wert ist. Aber so wie er halt aussieht, naja. Das ist auf jeden Fall Platz 1. Wir schauen noch geschwind nach dem Preis. Ein eher günstiger Platz 1, obwohl. Da kann man schon mal Geld hinlegen, wenn man es denn möchte. Dann sind wir soweit mit den Rifles durch. Als nächstes kommen dann die SMGs. Nach den Top 10 Videos, also wenn alles durch ist, die Knives, die Handschuhe, Sticker und so weiter, wird es dann ein neues oder weiteres Skin-Format geben, das wir hier noch nicht hatten, aber diverse Male vorgeschlagen wurde. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank für die Kommentare und Likes. Haut rein, wir sehen uns dann später im Livestream und morgen im nächsten Video. Ciao, ciao.